Egal ob Flugsimulator, der heiße Draht oder große Fernseher mit Infovideos. Auf der 19. Berufsfindungsmesse im Braker BBZ gab es für Schüler der allgemeinbildenden Schulen des Landkreises Wesermarsch einiges zu entdecken. Am Dienstag und Mittwoch strömten rund 1500 Jugendliche ins BBZ, um sich an 70 Ständen über 150 Ausbildungsberufe zu informieren. Und die Auswahl war enorm. Unter anderem nutzten Unternehmen aus dem Handwerk und der Technik, dem Gesundheitswesen oder aus dem kaufmännischen Bereich sowie Polizei und Bundeswehr die Chance, ihren Beruf den jungen Menschen schmackhaft zu machen. Dabei setzten die Betriebe auf ihren eigenen Nachwuchs. Neben den Ausbildern führten vor allem die Auszubildenden Gespräche mit den interessierten Schülern. Neben den Infoständen boten die Handwerksbetriebe außerdem kleine Workshops an. Außerdem konnten die Schüler 12 verschiedenen Vorträgen der unterschiedlichen Ausbildungsberufe lauschen.